Ja, das Feuer lodert auf jeden Fall. Wir haben schon ordentlich was draufgelegt, damit wir auch ordentlich hier was auf die Platte bringen, würde ich sagen, ne? Im Genau, wahrsten richtig. Sinne des Wortes. Ja, lasst euch einfach überraschen. Der Mann hat einiges vorbereitet. Ein bisschen was, ne? Also, was wollen wir heute hier? Wir wollen zeigen, dass wir auf offenem Feuer kochen. Also, das ist ein Ofia. Die kommen aus Holland, werden auch in Holland handgebaut. Sind tolle Geräte, die gibt es in verschiedenen Größen. Und ja, Grillen ist halt viel mehr als nur Fleisch auf Gitter legen. Auf dem Grill kann ich kochen, wie zu Hause in der Küche oder auch im Backofen. Hier ist es jetzt zum Beispiel ja auch so, dass wir mit einem Pizzaofen arbeiten könnten. Habe ich jetzt nicht hier draußen stehen, aber es gibt einen Pizzaofen dafür, könnten wir auch eine leckere Pizza drauf machen. Das Ganze von Ofia gibt es auch als Tischgrill. Damit können wir nämlich zu Hause draußen, zum Beispiel auf dem Balkon oder in einer lustigen Runde mit 4 Leuten momentan, aber nur ein Haushalt plus eine weitere Person, schöne ja, Raclette-Abende draußen machen mit richtig offenem Feuer. In dem Sinne arbeiten wir hier mit Kohle. Auch ein tolles System. Muss man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben, hier bei uns im Resserhof, auch erhältlich und auch auf Lager. Genauso wie unsere Ofia-Öfen in verschiedenen Größen. Ich würde sagen, Frank. Ja, jetzt haben wir den Ofen ja angeheizt. Das heißt, so offenes Feuer ist ja nicht auf dem Feuer, sondern auf der Genau. Platte rund um das Feuer. Ihr seht, wir haben jede Menge Platz. Ein Topf, oder wie nennt man Genau, es ist ein Dutch-Ofen, ne? es? Man kann ihn auch Feuertopf nennen. Man könnte ihn auch ins Feuer stellen. Wir stellen ihn auf die Platte. Wir haben ja eine heiße Platte, deswegen passt das, ne? Genau. Ich überlege die ganze Zeit schon, wie nah ich da dran gehen darf. Ist nämlich verdammt heiß. Und Ja, nachher soll ja auch lüften sein. wir noch das Geheimnis, was in dem Topf drin ist. Jetzt wird aber Zeit, dass mal was auf die Platte kommt, Ja, würde ich erstmal sagen. kommt was in den Topf rein, weil wir wollen ein Osso Busso machen. Das dauert aber ein bisschen länger. Das ist ein Okay. Schmorgericht und wir schmoren jetzt in dem Topf. Dementsprechend werden wir jetzt ein paar Zwiebelchen schneiden und ein bisschen Knoblauch schneiden, das ein bisschen in dem Topf anbrennen bzw. angrillen. Ne, wir wollen ja einen Geschmack in die Nummer bringen. So, Osso Busso, was für ein Fleisch nimmt man da? Man nimmt Kalbsbeinscheiben, ne? Schönes Fleisch, kann man schön schmoren, sehr lecker. Braucht nur. Hast du alles frisch eingekauft? Ja, natürlich alles frisch eingekauft. Wir haben ja hier viele Läden auch in Willig, ne? Wir haben einen tollen Spargel vom Spargelhof Meier und Erdbeeren. Haben wir da hinten schön stehen. Wir haben Obst und Gemüse vom Obsthof Mertens hier aus Willig, war ich schön einkaufen. Und ja, auch ein bisschen was aus dem Rewe. Ne? Also man kriegt halt nicht alles Alles. regional. Okay, ja, die Paprika wachsen auch noch nicht so gut momentan, ne? Nee, ich glaube auch Zumindest hier bei nicht. uns. Ich glaube auch nicht. Okay, aber sieht das schon gut aus und aus Erdbeeren und so schließlich, es soll auch ein Dessert später geben. Wir machen ganz viele Sachen, Frank. Ich will Ganz viele, ja. zeigen, Wir haben. dass wir. Ach ja, übrigens, das da kann man jetzt in den Müll schmeißen oder aber ins offene Feuer, weil es sind ja natürliche Produkte, ne? Wir können ins Feuer schmeißen, was auch die Natur gibt, geben wir es der Natur wieder zurück. So, und was kommt in den Topf hinein? In den Topf? Verrat uns mal kurz das Rezept in groben Zügen. Also, In groben Zügen. Zwiebel. Osco Busco ist quasi ein Schmorgericht aus. Da kann man eigentlich alles an Gemüse beipacken. Also es gibt jetzt keine Richtlinie. Wir packen jetzt ein bisschen Sellerie mit rein, Zwiebeln mit rein, Knoblauch mit rein. Wir machen ein bisschen Möhren mit rein und dann gucken wir mal, was wir da noch so haben. Ne? Wir haben auch noch Kohlrabi, wir haben Spargel, wir haben Brokkoli. Wir können so ein bisschen was von allem reinpacken. Die Zwiebeln schneiden wir auch nicht zu klein, sondern schön grob. Ne? Dann nehmen wir uns gleich die Knoblauch. Kalbsbeinscheiben. Genau, auch das schneiden wir nicht zu klein, sondern ein bisschen gröber. Ne? Muss der Topf vorgeheizt sein, weil er steht jetzt schon eine Weile am Feuer auf der Ja, Platte? also ich sag mal, du musst ihn schon ein bisschen vorheizen lassen, weil wir wollen ja drin was anbraten. Ne? Und dementsprechend muss er natürlich schon Hitze haben. Ne? Ich hole mal das Fleisch. Haben wir schöne Kalbsbeinscheiben. Die schmeißen wir noch auf die Platte, um die schön anzugrillen. Immer schön mit viel Öl. Aber was mir direkt auffällt, das Öl läuft auch so Richtung Feuer, das ist auch ganz bewusst so, Genau, ja, dass richtig. der. Die Platte ist kalt Ja. gewalzen. Und hat halt eine Neigung nach innen. Also das heißt, vom Werk her wird die so gemacht, dass sie nach innen neigt, damit alles, was wir auf der Platte machen, nicht nach außen Okay. wegläuft, sondern wirklich ins Feuer läuft, damit wir auch keine große Sauerei drumherum machen. Ne? Keine Fettflecken am Fußboden, keine. Genau. Ich meine, wenn du eine schöne Terrasse hast, würde ich trotzdem Ja. vielleicht was drunter legen. Aber ich sage mal so eine Standardterrasse, die kann ja auch ein bisschen Fett ab. Ne? Ein Kölsch. Das Bier fürs ganze Rheinland, sagen die. Aha. Kölsch kommt
zwischen Düsseldorf und genau, Köln. Richtig. Monheim. Aus Monheim. Machen wir auf, ne? Dafür ist der Ofia-Spachtel auch gut. Zum Bier öffnen. Ne? Ja, gehört ja zum Grillen auch irgendwie dazu, ne? Prost. Prost. Haben wir jetzt ja, gerade. Süffig, würzig, wunderbar lokal. Passt super zum Grillen, aber auch für jede andere Festivität. So, sehr gut. Jetzt die eine Kalbsbeinscheibe hat das Feuer geküsst. So, dann können wir nämlich im Topf schon mal anfangen, ein bisschen die Zwiebeln zu schmoren. Ziehen wir den mal darüber. Wie ist das mit der Hitzeregulierung hier ums Feuer rum? Ja, also wenn ich je nachdem, was ich mache, kann ich den Ofen natürlich auch so beheizen, dass ich das Feuer auf der einen Seite habe und auf der anderen Seite halt weniger Feuer. Ich habe ihn jetzt voll eingeheizt, weil wir eigentlich heute jetzt nichts machen, wo wir, sagen wir mal, kühlere Stellen brauchen. Dementsprechend habe ich ihn einfach mal alles drauf geballert, ne, dass da überall Feuer drunter ist. Jetzt machen wir ein bisschen Öl hier rein. Mit dem schönen Ölkännchen. Auch hier sieht man, ne, das Öl läuft zum Feuer hin. So soll es ja auch sein. Auch der Ofen ist ja jetzt hier relativ groß. Also da kann ich schon eine ordentliche Grillparty mitschmeißen. Wenn ja, also das ist jetzt ein Meter. Was hier auf den, ne? Das ist ein Meter. Ich meine, das ist ein Meter, muss man manchmal auch schon haben. Je nachdem, wenn ich jetzt nur, ich sag mal, Standard grillen will, dann reicht auch ein 85er. Aber ich meine, ein Ofen gibt viel mehr her, als mal so ein bisschen Standard grillen. Ne? So ein Ofen kann viel, viel mehr. Wie man ja sieht, wir machen ja jetzt auch einfach mal hier einen Mix. Aber du kannst den komplett belegen beim Grill, also du kannst alles parallel machen, du kannst Fleisch, Gemüse, also der komplette Ring, wenn er gut beheizt ist, genau, gibt überall rundherum genug Hitze ab. Genau, also das ist halt die Art und Weise, wie du ihn befeuern möchtest, ne? Wir haben ihn ja, wie gesagt, jetzt rundherum komplett befeuert, damit wir überall gute Hitze haben, vor allem, weil wir spät dran sind. Muss ja ein bisschen die Zeit nachholen, ne? Der Ofen ist jetzt auch dafür gebaut, dass du ihn tatsächlich auch mit Holz befeuerst, nicht mit Grillkohle. Nein. Wir machen das alles mit richtigem Holz hier. Ne? Auch das wieder ins Feuer. Alles mit richtigem Holz. Kein Schnickschnack. Du benutzt Kohle. Ganz normales, abgelagertes Kaminholz. Alles, was die Natur gibt, kann ich da rein tun. Und alles, was die Natur nicht gibt, kommt auch nicht da rein. Ja. Ne? Also das heißt, kein beschichtetes Holz. Keine alten Holzdecken. Oder ja. Es gibt ja, ich meine, Lagerfeuer macht man ja manchmal auch wirklich um. Ja, um das zu verbrennen, was ich nicht mehr. Was ich nicht mehr haben will. Aber in dem Sinne, also ich kann mir so beschichtetes Holz und die schönen Dämpfe willst du auch nicht in dem Essen haben, was du nachher auf den Teller bringst. Von daher ist verständlich einfach Holzscheite gut abgelagert, dass sie trocken sind. Genau. Und dann das ganze Ding beheizen. Wie ist das mit dem Anzünden? Hast du einfach mit Anzündhölzchen gemacht? Oder? Das geht am besten einfach. Ich lege quasi ein Viereck, ich lege zwei Spalten, Holzspalten so, zwei so und lege in die Mitte Wollanzünder. Ne? Ah, okay. Die brennen halt relativ lang und machen eine relativ große Flamme. Damit geht es echt am besten, am schnellsten. Und dann muss ich dem Ofen ja schon ein bisschen Zeit geben, bis er dann auch auf Temperatur ist, um darauf zu kochen. Die Grillschale vom Ofi ist komplett geschlossen von unten. Da kommt also auch kein Luftzug von unten, oder gibt es da? Nee, Luftzug kommt von unten nicht rein, aber von unten ist ein Wasserloch, damit das Wasser ablaufen kann, wenn es da reinregnet. Ah, okay. Also es gibt auch einen Abdeckel dafür, ne? Ich kann ihn auch zudecken. Das würde auch gehen. In dem Fall, ich lasse ihn so draußen stehen, ich benutze ihn aber auch oft. Dementsprechend, wenn ich ihn ja nach dem Benutzen mit Öl einbrenne, dann ist da ja auch erstmal eine Patina drauf, dann kommt ja so schnell auch kein Rost dran. Ne? Das ist ja so der Punkt, wo man sagt, Rost, muss das? Nee, muss nicht. So, jetzt haben wir so ein bisschen Gemüse drin. Ne? Bisschen was angebraten. So, pass auf. Das Ganze löschen wir mit ein bisschen Wein ab. Literweise Glück nennt man das. Ja. Machen wir ein bisschen Salz dran. Schau mal, was benutzt du für ein Salz? In dem Fall habe ich jetzt Steinflockensalz genommen.
von Grevenwurz, auch hier aus der Region, weil wir haben ja eben gesagt, wir wollen ein bisschen regional einkaufen. Dementsprechend ein Freund von mir, Andreas Fricke, nennt der gute Mann sich, der kommt aus Grevenbruch, genau wie ich, eine Grevenbrucher Jung, und hat diese tollen Gewürze erfunden. Und ich kann sie euch jeden nur wärmstens empfehlen. Sie sind super toll. Es steckt halt Handarbeit dahinter. Ne? Das ist immer das Wichtigste, finde ich. Wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe, da muss da auch ein bisschen Handarbeit hinterstecken. Pyramidensalz kommt aus Ägypten, oder? Kommt aus Ägypten, genau. Frisch produziert in Ägypten. Nein, kommt aus den heimischen Pyramiden. Hat halt den Namen. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Dieter, komm mal näher. Das ist halt so pyramidenförmig. Ja, siehst, da haben wir zum Beispiel eine richtige Pyramide. Kriegst du ja umgedreht, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, man kann es erkennen, ne? Ja, da. So ist perfekt. Deswegen heißt es Pyramidensalz. So, hier im Essen machen wir noch ein bisschen Brühe rein. Was es nicht alles gibt. Apropos gibt, wo gibt es die guten Produkte hier von Grevenwürz? Bei uns hier im Bresserhof, okay. Aber auch online erhältlich für alle, die nicht hier in der Nähe wohnen. Okay, also du hast hier noch ganz viele Sachen stehen. Neben dem Salz gibt es noch Magic Dust. Barbecue, Wraps. Ja, wir haben ja, sind ja Barbecue. Tzatziki-Gewürz. Also auch. Achso. Tzatziki-Gewürz, das heißt, ich muss da auch noch nicht mehr allzu viel Kräuter dabei tun, alles im Glas. Machen wir gleich auch noch ein bisschen. Okay. Wir machen gleich noch ein bisschen Gyros selber. Dann haben wir Gyros, haben wir ja auch schon was gefunden, nämlich den Gyros-Mythos. Gyros-Mythos, genau. Ja. Damit würzen wir gleich das Fleisch fürs Gyros. Sehr gut. Also wirklich tolle Produkte, ohne Konservierungsstoffe, ohne Zusatzstoffe, ohne Farbstoffe, ganz, ganz wichtig. Deswegen, wenn die Gewürze auch länger stehen, geht der Farbstoff raus, aber dadurch ist das Gewürz immer noch nicht schlecht, sondern es ist halt nur nicht mehr farblich schön. Okay. Aber das macht dem Ganzen nichts. So, hier haben wir jetzt alles soweit drin. Machen wir den Deckel zu, schieben den hier so ein bisschen zur Seite, weil dann können wir da weiter arbeiten. Machen hier ein bisschen sauber. Sauber heißt auch einfach alles runterschieben. Genau. Alles ja, tun ja hier auf die Platte nichts drauf, was hier nicht drauf darf. Ne? Dementsprechend werden wir jetzt noch mal ein bisschen hier das Holz verschieben. Jetzt gibt es ja zig Leute, die arbeiten auch auf dem Rost noch mit Aluschale oder dem neuen wiederverwendbaren Grillpapier, Backauflage. Das ist alles hier nicht nötig. Nein, also klar, ich kann jetzt auch eine Aluform hier draufstellen, um hier, sagen wir mal, wenn ich meine Champignons in eine Aluschale machen will, um auch besser mit Knoblauch und Ölen und sowas arbeiten zu können, kannst du natürlich machen. Das sagt jetzt keiner, nein, darfst du nicht. So, dann würde ich sagen, machen wir als erstes mal einen Gyros. Sehr gut. Gyros ist super, ne? Und den Gyros machen wir als Burger. Pass auf. Als Burger? Genau, wir machen aber einen Hähnchen-Gyros. Wir machen ein Hähnchengyros und dann machen wir natürlich auch ein Tzatziki dazu. Dementsprechend nehmen wir eine Schale und ich hole mal den Joghurt. Weil jetzt zeige ich dir mal, wie schnell man Gyros, Tzatziki macht und auch Gyros macht. Also in dem Fall ist das so, dass hier genau drauf steht, wie man das macht. Ja? 3 Esslöffel, Teelöffel Gewürz auf 150 Gramm Joghurt. Ich habe jetzt keine Waage, ist nicht schlimm. Kriegen wir auch so von der Hand. Ganz normaler Naturjoghurt. In dem Fall ist es griechischer Joghurt. Okay, aber. Das ist Geschmacksfrage, ne? Also, die einen schwören auf griechischen Joghurt, die anderen auf. Also, ich habe jetzt griechischen Joghurt gekauft, ohne jetzt irgendeinen Hintergedanken. Einfach gekauft. Soll ja Gyros geben. Genau, so. 3 Esslöffel. Man kann alles immer gut selber machen, liebe Leute, ja? Aber es gibt auch Sachen, die kann man auch einfach mal fertig kaufen. Und in dem Fall sind es halt gute Gewürze. Dann rühren wir das Ganze nämlich einmal durch. So, am besten ist es jetzt, wenn man das mal 2 Stunden stehen lässt, ne? Gar keine Frage. Wenn man richtig schön durchzieht. Genau, richtig. Wir lassen es einfach mal 10 Minuten stehen und dann probierst du das mal und sagst mir mal, ob das schlecht ist. So. Ne? So, jetzt holen wir da noch die Knochen raus. Wir wollen ja einen Gyros machen ohne Knochen. Ne? Gyros müssen ja nicht mit Knochen sein. Also so Knochen schmeiße ich natürlich nicht ins Feuer. Das macht keinen Sinn. Wo
Wobei bei der Bestattung wird man ja auch mit Knochen ins Feuer geschmissen. Ja, aber die bleiben trotzdem noch eine Weile erhalten, glaube ich. Naja, gut, bei der Hitze der Öfen wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. So viel Hitze haben wir hier aber nicht. Dementsprechend. So. Und nehmen dann jetzt auch natürlich ein passendes Gewürz dazu. Gyros Mythos, haben wir eben drüber gesprochen. Passt am besten dazu. Schmeiße ich mal da rein. Würze das einmal durch. Brauchst also keine Marinade machen, nicht 24 Stunden einlegen. Also klar, natürlich können wir das jetzt einlegen. Hätten wir alles vorher machen können, aber dann hätten wir nichts, was wir zeigen können. Ne? Dementsprechend natürlich besser würzen, nochmal ein bisschen Kühlschrank stellen, 12 Stunden oder so, damit die Gewürze halt besser ins Fleisch einziehen. Ne? Gar keine Frage. Kein Öl oder so dazugeben beim Gewürz? Nein. Wir marinieren trocken. Okay. Ne? So, dann gehe ich mich hin. Und dann legt man die so schön zusammen, dass die Haut schön außen ist. Und dann gehen wir wieder in den Ofen. Ja? Benutzt du ein besonderes Öl oder? Ganz normales Olivenöl. Okay. Reicht vollkommen. Ist alles drin. So. So. Da haben wir auch die passenden Brötchen dazu. Dann machen wir da ein bisschen Salat natürlich drauf. Ne? Gibt es eine Hitzeverteilung am Ring noch, nach außen, nach innen? Oder ja, das innen ist ja natürlich ein bisschen heißer als außen, weil das Feuer ja in der Mitte ist. Und wie man ja sieht, ne, wir gehen dann nach außen weg. Dementsprechend haben wir außen ein bisschen weniger Hitze. Ne? Gucken einmal in den Topf rein. Das kocht auch schon schön. Perfekt. Wenn es um Zahnzusatzversicherungen geht, verlasse ich mich auf MaxCare. Die sind nämlich Testsieger der Stiftung Warentest. Und das nicht zum ersten Mal. Die MaxCare Zahnzusatzversicherung ist mehrfacher Testsieger, übernimmt bis zu 100% ihrer Zahnarztkosten und ist täglich kündbar. Jetzt Angebot sichern auf maxcare.de. Nivea Sensitiv. Frei von Silikon, Mikroplastik und allem, was irritiert. Dafür mit einer Formel, die sensible Kopfhaut mit wertvollem Provitamin B5 pflegt und dein Haar glänzen lässt. Das neue Sensitiv Shampoo von Nivea. Die Haut direkt, schlägt direkt Blasen, wird schön knusprig. Fantastisch. Dann hast du wirklich, du kannst Gemüse draufpacken, du kannst Fleisch draufpacken, Kartoffeln draufpacken. Genau. Du kannst auch einfach mal so einen Bratkartoffel nehmen. Ne? Du kannst deine Töpfe draufsetzen. Genau. Du kannst einen Fisch drauflegen. Wie sieht's aus mit dem Hähnchen? Es gibt ja manche, die gerne dieses ganze Händel grillen wollen. Also da bin ich ehrlich, das habe ich noch nicht ausprobiert. Dementsprechend kann ich dir zu Hähnchen im Ganzen da drauf. Dass es gibt ja welche, die stellen die ja gerne mal aufs Rost. Das dauert natürlich sehr lange, aber hat vielleicht was. Ich weiß es nicht. Also ist wahrscheinlich genauso möglich. Ich werde es mal ausprobieren. Ja, ich denke mir, den Ständer an sich kannst du ja auch wahrscheinlich hier genauso draufstellen. Genau. Also ja, das geht natürlich. So, machen wir jetzt gleich ein Wrap mit ein bisschen Gemüse dabei. Das klingt doch auch gut, ne? Ja, du schmorst alles ganz normal im Olivenöl an. Genau, alles einfach im Olivenöl da drauf. Machen wir jetzt hier ein bisschen. Jetzt hast du allerdings auch schon ein bisschen Salz dabei getan, ja? Genau, richtig, weil so kleine Produkte, zeige ich dir gleich mit den Champignons. Wenn ich da jetzt Olivenöl drauf mache und da einen Champignon drauf schmeiße, die Erfahrung musste ich auch machen. Ist sehr lustig, aber man hat mir direkt erklärt, wie man dagegen wirkt. Pass auf, ich zeige es dir. Wir gehen mal hier vorne hin. Ich mache jetzt Olivenöl drauf. Jetzt lege ich einen Champignon drauf.
Ah, Vorführeffekt. Ja, ich dachte gerade, was... Normalerweise brutzelt das und fliegt das direkt runter rein. In dem Fall ist es nicht so, ist nicht schlimm. Ist noch nicht genug Patina drauf wahrscheinlich. Klebt noch zu sehr. Nicht schlimm. Ja, das heißt, du würdest die Champignons eher empfehlen, irgendwo noch in ein Gefäß zu packen? Nö, also wenn es wirklich, wenn ich was drauflege, was Richtung Feuer wandert, mache ich ein bisschen Salz mit drauf, richtig dann, schönes grobes Salz und damit haftet es dann wieder. Ne? Und ich würze gleichzeitig noch damit, ne? Das ist halt der Vorteil daran. Ne? Macht so. Der Platte aber nichts aus, wenn du Salz oder andere Sachen draufschmeißt? Nö, das kann die ab. Das kann die ab. So, Tomaten legen wir ein bisschen weiter nach außen, weil das ja weniger Hitze. Ja, man riecht auf jeden Fall, das Olivenholz zieht an. So, das könnt hast, ihr schon mal, hast du schon mal Gurken gegrillt? Bitte? Hast du schon mal Gurken Nein, gegrillt? Nein, auch noch nicht. Das sind diese kleinen Gewürzgurken. Ja. Sehr gut. Von allem etwas dabei, hör mal. Von allem etwas ich habe aber noch nie Brokkoli gegrillt gesehen. Echt also Spargel nicht? Schon, aber Brokkoli auch noch nicht. Echt nicht? Nee. Was mit den Böhnchen? Müssen die nicht gleich mal umgedreht werden? Ja, tun wir gleich. Das sind dünne Dinger. Tun wir gleich. Jetzt hast du ja hier ein O4 auch mit Rollen, der genau. Also ein bisschen flexibel ist. Ist das der Standardausführung Rollen Nein. oder gibt es den auch als festen? Den gibt es auf Rollen, genauso wie ohne Rollen. Das ist dann quasi mit Rollen, das ist die Provision. Da gibt es auch nur den 100er mit Rollen. Ne? Also wenn ich das natürlich auf so einem großen Element baue, dann sind wir da wieder anders. Aber es ist so, dass ich sag mal, für den Normalgebrauch brauche ich ihn ja nicht unbedingt auf Rollen. Das ist eher so, wenn ich ihn flexibel nutzen möchte, dann nehme ich den auf Rollen. Ne? So, dann drehen wir das alles ein Jetzt bisschen Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dadurch, dass du ja mit Öl arbeitest, Öl in die Mitte fließt, ist es ja auch sicherlich wichtig, wie der O4 steht, oder? Genau. Ne? Also wenn ich den jetzt am Hang oder so stelle, dann... Genau, das ist so, dass... Läuft mein Öl ja nicht dahin, wo ich es haben möchte. Ich drehe einmal kurz um, dann erzähle ich dir was dazu. Ich geh mal aus dem Rauch. Stehst du im Rauch, Jung? Da musst du durch. So, pass auf. Das ist folgendermaßen. Das Teil mit dem Unterteil, also das Gestell, ist nicht mit der Feuerschale verbunden. Das heißt, ich kann mit der Wasserwaage die Schale so ziehen, dass sie komplett gerade ist. Okay. Weil sonst würde mir ja trotzdem alles in eine Richtung runterlaufen. Ne? Ja. Das wollen wir ja nicht. So. Das heißt, habe ich eine Terrasse, wo ich den fest installieren möchte, sorge ich für einen wirklich exakt ebenen Untergrund. Und kann die Feuerschale nochmal entsprechend ausrichten. Genau. Habe ich die mobile Version, muss ich halt schauen, je nachdem, wo ich grille, dass ich einfach mich vorher darum kümmere, dass das Ding auch in Waage steht. Genau, so sieht es aus. So, pass auf. Geht mit dem Gyros weiter. Na. Dann brauchen wir gleich ein paar frische Kräuter dazu. Das Gute am O4 ist ja eigentlich auch, dass ich ihn eigentlich neben dem reinen Grillen ja auch als eine gemütliche Feuerstelle benutzen kann. Ne? Also wenn es mal kalt ist, jetzt ist ja heute Gott sei Dank sonnig, habe ich hier auch noch schöne Möglichkeiten, mir mal die Hände warm zu machen. Das ist richtig. Und einen gemütlichen Abend am Feuer zu verbringen. Das ist richtig. Und ich kann mir vorstellen, du kannst ihn einfach ausbrennen lassen, oder? Das heißt, ich muss jetzt nicht noch nach dem Grillen... Nein. Oder nachdem ich das Feuer angemacht habe, kann ich ihn einfach ausbrennen lassen. Genau. Da kann nichts passieren. Einfach brennen lassen, bis er aus ist. So, pass auf, Frank. Du musst noch das Tzatziki probieren. Ja, schmeckt schon sehr gut. Schmeckt auf jeden Fall der Knoblauch schon mal gut durch. Zwiebeln. Auch drin. Und allerlei Gewürze, die ich jetzt nicht genau definieren kann. Da müsste ich selber nachlesen. Aber... Für die kurze Zeit schon sehr gut. Ich glaube allerdings, noch besser ist, wenn man ihn einfach ein bisschen ziehen lässt. Ein bisschen heiß, 2, 3, 4 Stunden stehen lässt. Ja, das ist ja klar. Ne? Aber so viel Zeit haben wir nicht, weil wir haben alle Hunger und freuen uns jetzt auf den Gyros-Burger. Ja, der ist auch gleich fertig. Brot ist geröstet auf dem O4. Genau. Jetzt machen wir ein bisschen... frische Zwiebeln noch mit dabei. Wir wollen ja auch ein bisschen was bieten und nicht einfach nur Fleisch aufs Brot packen. Ne? Ich meine, die meisten würden jetzt sagen, oh, Fleisch auf Brot reicht auch schon. Aber nicht mit mehr. Bei mir gibt es das nicht. Bei mir kommt da noch ein bisschen Gemüse mit drauf. Gehört sich ja auch so. Ja, genau so sieht es aus. So, dann nehmen wir das Gyros. Riecht auch schon wie Gyros, ne? Ja. So soll es sein.
So, dann schneiden wir das ein bisschen klein. Guck mal, wie das schön auseinanderfällt. Siehst du das? Oh, herrlich. So soll es sein. Und schön? Hast du das gehört? Oh. Ja. Das ah, herrlich. Da kriegt der Kameramann ist, schon Hunger. Ja. Und es riecht. Es riecht richtig gut. Leider gibt es noch kein Geruchsfernsehen, aber... Da arbeiten wir dran. Ja. An Geruchsfernsehen so. Arbeiten wir dran. So, pass auf. Dann machen wir das so ein bisschen hier drauf. Komm, was soll der Geiz, ne? Die Leute haben Hunger. Na, geht zu. Ja. Also Salat drauf, Zwiebeln drauf, Gurke drauf, Gyrosfleisch drauf, selbstgemachten Tzatziki drauf, Gewürzgürkchen, bisschen Petersilie, alles ganz nach Geschmack. Genau. So, dann haben wir zwei Burger fertig. Voilà. Perfekt. Oh. Und wie du siehst, hat jetzt auch nicht allzu lange gedauert, ne? Das schmeckt super, Manni. Ja, das hoffe ich doch. Ja. Wäre schlimm, wenn du jetzt was anderes gesagt hättest. Hähnchengyros mit Tzatziki. Ja, wenn auch du Lust hast, mal mit Manni hier am Grill zu stehen, vorher regional einzukaufen und dann ein Menü zu kreieren, dann bewirb dich doch einfach für die nächste Sendung von Grilltastisch. Schick uns eine Bewerbung mit deinen Angaben an info@tesastv.de und wir melden uns bei euch. Und vielleicht bist du der Nächste, der grilltastisch ist.